Und wir sitzen in der Bar bis früh um 8 und reden übers Leben die ganze Nacht. So, grüß Gott und schön, dass Sie da sind, Herr Dr. Münch. Ich habe einen Haufen Fragen. Ich werde versuchen, mich kurz zu halten. Ja, wir gehen in ein neues Jahr, was wahrscheinlich uns vor genauso viele Herausforderungen stellt wie das letzte. Und was können wir jetzt halt tun, trotz Impfung darüber hinaus uns zu beschützen? Also, hallo Frau Kruse, ich freue mich, hier zu sein. Ich habe mich über die Einladung sehr gefreut und es ist spannend, neben dem, was uns jetzt erwartet. Wir wissen ja nicht genau, wo geht's hin. Wird es schlimmer, wird es nicht schlimmer, was passiert? Und ich bin seit Jahrzehnten ein Propagierer und Fan des Immunaufbaus. Ich bin der Meinung, ein starkes Immunsystem sorgt dafür, dass die Infektwahrscheinlichkeit weniger wird. Und wenn Sie fragen, was kann man tun, dann muss man das Immunsystem stärken. Ja, das ist klar. Ich meine, ich höre so oft in meinem Umfeld, ach, das brauche ich alles gar nicht, dieses ganze Mikronährstoffzeug. Ich ernähre mich gesund, ich ernähre mich bio, ich trinke Wasser, ich schlafe, ich mache alles gut. Sollte das nicht ausreichen oder reicht es nicht aus? Frau Kruse, da gehen natürlich sehr viele Fake News auch rum. Das ist auch für den Einzelnen schwer, sich zu informieren. Und Sie treffen da sicher auch einen Punkt. Eine gesunde, abwechslungsreiche, mischkost-, proteinreiche, rohkostreiche Ernährung ist die Grundlage, die Sie nie ersetzen können. Die Realität ist aber, wir gehen mal schnell ein Würstchen essen, ein Fastfood und weiter Hetze, Hetze, weil jeder ja sein Programm erfüllen muss. Und gerade wenn man älter ist, der Jäger und Sammler wurde nur im Schnitt 35, 40 Jahre, da sind wir beide schon gut drüber. Aber wenn man älter wird, dann steigt der Bedarf an Mikronährstoffen und Enzymen. Und dann sollte man gezielt, vielleicht auch nach Absprache mit dem Hausarzt, nach Durchführen eines Blutbildes, gezielt Mikronährstoffe und noch wichtiger Enzyme zuführen. Und ein Enzym, das sogenannte Lysozym im Mundraum, wäre für die Frage, wie kann ich mein Immunsystem verbessern, so eins der Säulen der Behandlung. Naja, Mundraum, das erinnert mich ja daran, dass, gehe ich jetzt mal von meiner Situation aus, ich stehe auf der Bühne, ich kann keine Maske tragen, ich kann keinen Abstand halten, alles Dinge, die ja nun vielleicht notwendig wären. Wir knutschen zwar auch schon mal rum, aber da kann man ja den Mund zumachen, aber wir schreien uns an, wir sprechen laut, wir singen im Musical. Ja. Wie kann ich denn das minimieren? Gibt es da auch irgendetwas, was so nicht nur von innen als Medikament wirkt, sondern auch ein bisschen von außen? Also neben dem eben angesprochenen Lebensstil ist für mich die Entscheidung immer, wenn ich das so mal schematisch zeigen darf, die Mundschleimhaut. Und hier kommen von der Luft Aerosol, wie Sie sagen, übertragen. Deswegen haben wir ja zum Schutz auch Maske draußen, aber auf der Bühne jetzt, da kommen natürlich Viren, Bakterien rein. Und wenn die dann durch die Mundschleimhaut in die Blutbahn dringen, die Barriere überwinden, kann das zu einer Infektion führen. Übrigens nicht nur Corona, da wären auch RS-Virus, Coxsackie-Viren, Adenoviren, bakterielle Infektionen. Das ist immer der gleiche Weg. Aber der Körper hat einen Wächter an der Mundschleimhaut. Und dieser Wächter heißt Lysozym. Da haben junge Menschen ganz viel davon. Und ältere Menschen viel weniger. Also der 60-Jährige hat nur noch etwa 50% Lysozymwächter als der 20-Jährige. Und der 80-Jährige nur noch etwa 10% der Wächter wie der 20-Jährige. Das heißt, übersetzt, je älter wir werden, desto höher die Gefahr, eine Infektion zu bekommen. Und jetzt wäre es natürlich super sexy, ja, weil Sie gerade sagten, küssen auf der Bühne. Es wäre doch super sexy, wenn wir diese Wächter von außen reinsprühen würden. Lysozymmoleküle kann man ja produzieren. Und es gibt Sprays mit Lysozym. Und damit kann man die Wächtermoleküle erhöhen. Und da gibt es auch gute Studien, die belegen, dass man dann eine geringere Infektionsgefahr hat. Das setze ich in meiner Praxis, bei meiner Familie, bei mir selber ein. Da gibt es Sprays wie das Innova Immunspray zum Beispiel. Das enthält ganz viel Lysozym. Und wenn Sie mich jetzt fragen würden, als Schauspielerin mit Ihrer Klasse und Ihrer Aktivität, was würde ich als erstes machen? Ich würde dieses Lysozym-Spray einsetzen.
Ja, das überzeugt mich insofern, weil ich weiß etwas. Das wird nämlich verwendet, um Käse zu behandeln, damit er keine Bakterien bildet. Da gab es mal, wer weiß denn sowas, und da habe ich die Frage mitgewonnen, weil ich das zufällig wusste. Ja, das sind Gärungsvorgänge, Und das die ist ja ein Enzyme ganz aufsteuern. altes Ding, ne? Also Ja, das klar. überzeugt mich total. Und was ist jetzt, wenn ich halt Enzyme jetzt nehme, also als Medikament, als Tablette oder so, was macht Dem das Fall wäre jetzt es ein in Spray. meinem, in dem Fall ist das jetzt ein Spray, ne? Und macht das irgendwas in meinem Körper Da, oder? da. Das ist jetzt nur lokal an der Mundschleimhaut Ja. ein aktives Add-on-Immunschutz. Davon völlig unabhängig gibt es die Enzymtherapie www und dann das lange Wort enzymforschungsgesellschaft.de, dessen Leiter ich ja sein darf. Und dort gibt es die Möglichkeit, Enzyme über Tabletten zu nehmen und dort die Information, die Studien, alles dazu. Die werden dann vom Magen-Darm-Trakt in die Blutbahn resorbiert. Und dort helfen sie, und da haben wir auch im Alter immer weniger davon, dort helfen sie praktisch dem Immunsystem zu helfen, sich selbst zu helfen. Das ist eine sehr naturheilkundlich effiziente Therapie. Übrigens gar nicht so unbekannt. Alleine in Deutschland und Österreich nehmen ungefähr 3,5 Millionen Menschen pro Jahr Enzyme und können damit das Immunsystem verbessern, Entzündungen behandeln. Das ist die sogenannte systemische Enzymtherapie, die sehr erfolgreich ist. Ja, Hilfe zur Selbsthilfe, das ist Ja, eigentlich immer das Beste. ganz Ja? genau. Da gebe ich Ihnen absolut recht. Ja, Da. vielen Dank, das war ein sehr aufschlussreiches Gespräch. Dankeschön. Es war mir eine Freude, und jetzt vor Ihnen zu sitzen. Ich kenne Sie ja vom Fernsehen seit vielen Jahren. Ich war ein bisschen aufgeregt. Vielen Dank. Ja. So gut, danke. Und wir sitzen in der Bar bis früh um 8 und reden übers Leben.